Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Redguard. Ich will irgendwie aber auch mal gucken, vielleicht ist dieser Fisch irgendwie nützlich. Der muss ja einen Grund haben, warum der hier ist, oder? Vielleicht müssen wir hier rüber auf ihn drauf. So, wo ist er denn? Kann man den sehen, beobachten, wenn man hier so hängt? Ja, jetzt schwimmt er weg. Warten wir mal ab. Ich glaube, man kann auf den Fisch drauf. Ist nur die Frage, kommt er jetzt? Wann kommt er denn? Jo, der kommt hier hin. Jo, man kann auf den drauf. Okay, es ist wahrscheinlich wirklich so gewollt. Und jetzt? Okay, wir müssen dahin. Wir müssen auf den Fisch. Ich nenne den mal Fisch. Das ist schon mit Absicht so gewollt. Warte, wir speichern auch mal hier auf dem Fisch. Ich hoffe, wir landen auch richtig hier drauf. Und nicht, dass da irgendwie so ein Bug ist oder sowas. So, und... Nee. Okay, wir bleiben auf dem Fisch. Aber der bewegt sich noch einmal da drauf. Das heißt, wir müssen... Der bleibt jetzt hier zwar stehen. Jetzt! Nein! Okay. Wir müssen ein bisschen mehr in diese Richtung. So, okay, gleich. Und jetzt! Hier, Safe Game. Wir sind auf jeden Fall weitergekommen. So, da vorne ist noch eine Plattform. Da vorne ist eine Plattform. Und wir sind da. Gibt es hier noch irgendwas zum Einsammeln? Da vorne gibt es was. Super. So. Da vorne gab es auf jeden Fall was. Müssen wir schauen, dass wir da hinkommen. Jo, hier kommen wir hin. Okay, das ist für das Ding. Nee, nicht das Schwert. Ich will bitte das Ding hier drehen. Hier kann man nur in diese zwei Richtungen drehen. Aber ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn wir jetzt hier Open Door. Ah, okay, da ist ein Teleporter. Aber da ging es ja auch noch weiter. Dann bleiben wir erstmal noch hier. Ohne hier runterzufallen, bitte. Was gibt's denn da hinten? Okay, nichts. Aber da ging es auch noch nach oben. Und hier auch noch nach unten. Nee, doch nicht. Lieber hier nicht nach unten. Gehen wir mal hier hin weiter. Wenn ich jetzt was sehe. Jo, ich glaube, hier müssen wir hin.
Was? Nein. Alter, was? Cyrus? Hol die Waffe raus. Jetzt erstmal abhauen. Wo ist denn der? Da. Cyrus, beweg dich bitte. Der steckt da fest. Alter. Okay, treffen hat er mich jetzt nicht. Nein. Wieso bewegt er sich so? Alter, das mit den Säulen nervt. Alter. Okay, mich trifft aber auch nicht. Mal an der Seite. Alter. Autsch. Jo, jetzt habe ich auch keine Heiltränke mehr. Ja, toll. Ich kann denen aber auch keinen Schaden machen. Hat das vielleicht irgendwas mit den Säulen hier auf sich? Den Säulen hat es auch nicht auf sich. Okay. Muss ich vielleicht direkt darüber los zu... Ja. So geht's auch. Pick up Gold. Unfortunately, I can't carry it all right now. Wie jetzt? Ich kann nicht alles mitnehmen von dem? Ja, Search Buddy. This must be Archmage Boa's ring. Referred to. Oh, habe ich jetzt nicht zu Ende sprechen lassen. So, da haben wir's. This must be Archmage Boa's ring. Referred to in Kithril's journal. Okay, das Ding haben wir jetzt auch. Okay, nice. Aber wir können den Ork nicht looten. Wieso sage ich mal Ork? Ah, Safe Game. Safe Game ist wichtig. Wir haben das Ding aber hier jetzt auch fertig dann. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg zurückfinden. Der hat sich aber selber schnell erledigt. Da habe ich jetzt nichts machen müssen. Das fand ich jetzt interessant. Ich musste selber gar nichts machen. Ja, Cyrus. Einmal hier rum. Nee. Und da lang. Dann hier. So, okay. Da haben wir ein Portal. Ah, jetzt sind wir hier. Ah, hier waren wir. Okay. I wonder what's in there. Ich weiß auch nicht. Also ich wüsste auch gern, was da drin wäre. Aber geil, wir können jetzt wieder zurück. Wir können zurück. So. Und
wir verlassen das hier. Boah, nice. Wir haben das Ding hier jetzt auch geschafft. Aber der eine Ork, da müssen wir nochmal hin. Weil der hat ja anscheinend noch Gold, die wir eventuell brauchen. Und wir können anscheinend nicht alles Gold mitnehmen. Also, soweit ich weiß, auch 500 das Maximum, was man tragen kann. Aber jetzt ist die Frage, wie viel Gold hat er? Hier kommen wir nicht hoch. Jetzt. So. Aber nice. Wir haben da geschafft soweit. Jetzt gehen wir eben erstmal in die Magier-Gilde. Kaufen uns ein bisschen ein paar Heiltränke. Ich würde vielleicht lieber hier mal speichern. Das Spiel kann ja jederzeit abschmieren. So. Ist ja auch schon mitten in der Nacht. Maria! So. Gehen wir mal rein. Und quatschen mal mit Felicia wegen Heiltränke. Die brauchen wir. Health Potions. Felicia. Welcome back. So, oh, Voa's Ring. Do you know anything about Archmage Voa's Ring? I'm afraid not. Also, ich wollte jetzt was trinken. So. Do you think Jagenvir knows anything about Voa's Ring? Wouldn't tell you if he did. He doesn't talk to mundane. Okay. What's for sale? Magical potions of all sorts. So, Healing Potion. I'll take a healing potion. Dauert jetzt 1000 Jahre. That'll be 25 gold. Thanks. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Ja, und wie geht's euch so? I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Könnte jetzt noch ein Weilchen dauern. Thanks. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 Keine Ahnung, wie viel Gold wir jetzt eigentlich auf Tasche haben. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. Wir gehen da aber gleich nochmal hin, okay, that'll be um das Gold zu holen. Von dem einen Jutor, der sich selber erledigt hat, ohne dass wir irgendwas gemacht haben. Legendärster Kampf überhaupt hier. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Jo. Thanks. Alter, das dauert aber auch ewig. A healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. So, wie viel können wir jetzt noch kaufen? Wie viel sind wir? Okay, wie viel haben wir schon? 25 gold. Doesn't look like you have the gold. Perhaps later. Okay. Goodbye. Come back again. Wie viele Healing Potions haben wir jetzt? 16. Dann mache ich hier jetzt ein Safe Game. Nur um sicher zu gehen.
Dann gehen wir jetzt noch einmal in die Höhle. Holen uns das Gold von dem einen Oger ab. Genau, da haben wir's. Das Spiel abschmiert. Bis gleich. So, und da bin ich wieder. Das ist irgendwie immer so. Das Spiel stürzt mir immer andauernd ab. Ich finde das genial. Wirklich, also... Da will ich schon weinen, ganz ehrlich. Aber okay, das war 1998, da waren die Spiele noch nicht so gut. Da hat man gezockt, was man bekommen hat. Ob die nun gelaufen haben oder nicht. Aber wir gehen jetzt noch einmal in in das Dungeon. Holen unser Gold ab von dem. Keine Ahnung, wie viel Gold der haben soll. Ja, mit dir will ich jetzt nicht kämpfen. Ich habe nicht die Zeit dafür. Aber immerhin sind die hier am Respawn, die Wachen. Sind aber auch viel zu viele. Traitor. So, da wollen wir hoch. Und dann springen wir wieder von der Brücke. So. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte hier runterspringen. Genau, nein, nicht noch weiter, zurück. Machen wir hier auch nochmal ein Safe Game. Nur um sicher zu gehen, dass das nicht wieder abschmiert. Und runter. Hier ist auch alles übermalt miteinander. So. Wir brauchen ja zum Glück hier nicht mehr den ganzen Weg von vorne machen. Wir können einfach nur hier rüber. Auf den Portal. Ja, hier nicht. Hier, nein! Da war es doch gerade. Jetzt spring drauf. Jo. Und... Ach nö. Genau jetzt? Echt jetzt? Wirklich? Ah, toll. Ich find's super. Und nochmal. Wunderschöne Ladebildschirme. Wirklich. Die besten. Du, du, du. Du, du, du. So, und nochmal hier rüber. Ey. Komm, geh da hoch. Cyrus, da hoch. Ja. Nee, nochmal hoch. Nein, komm. Komm schon, ja. Ja, okay, das haben wir jetzt geschafft. Sobald wir das Gold haben, speichern wir noch einmal. Boah, ich sehe jetzt nichts. So, jetzt sehe ich wieder was. Immerhin liegen hier noch die ganzen Trümmern. Ich hoffe, der hier liegt hier immer noch mit dem ganzen Gold. Ja. Wie viel ist denn das jetzt?
300 Gold. Ja, das wären wieder 12 Healing Potions, glaube ich. Also, wir wollten genau hier ein Safe Game machen. Weil wir jetzt das Gold haben. Ja. Kann man da eigentlich hoch? Na, will ich jetzt lieber nicht rausfinden. So. Komm, nochmal hoch. Und so. Dann können wir gehen. Mal gucken, ob es wieder abmiert hier. So, jetzt aber ist die Frage, wie machen wir weiter? Wir müssen Izara finden. Wir müssen, müssen wir zu Nibble die Information geben, dass hier Kifril tot ist. Weiß er denn davon? So. Ich weiß jetzt nicht, ob Nibble das weiß. Ob Kippel tot ist. Hier kommen wir nicht hoch. Wir müssen schon ein bisschen weiter nach da hinten. Noch weiter nach hinten. Okay. Boah, Alter, schreck mich nicht. Boah. Ich bin so schreckhaft gerade. Zumindest heute. So, okay. Gehen wir mal zu Nibble. Erstmal. Ich glaube, ihn interessiert es schon, was mit Kifril passiert ist. Bevor wir reingehen, Safe Game. Immer um sicher zu gehen, dass es nicht abschmiert. Kevala, Kamlan, Ankor. So, Nibble, ich hab was für dich. Hallo, Nibble. Brother. Hello, Cyrus. Strossmakai. How is Strossmakai these days, Brother Nibble? You should be able to see it just from the faces on the streets, my boy. But then again, there aren't that many faces out there anymore. Things have become quiet since the occupation. So, Occupation Crowns? I have seen the Empire expanding into all of Tamriel in my travels. Why is the occupation of Strossmakai full of more bloodshed than most? You have only your Red Guard blood to answer that, my boy. When has Hammerfell ever suffered foreign rule? The Civil War was bloody, to be sure, but when the Forebears allied with the Empire, the Crowns felt they had been betrayed by their own kind. They were prepared to fight to the last man. And the Empire sent Admiral Rickton to make sure they did. So, Forebears, Crowns, and War. Living in Strossmakai, you only get the Crown definition, of course. That the Forebears were the pretenders to the throne, that they betrayed the Republic, and that Hammerfell has been cursed by their cowardice. So, then crowns? Azara was a crown, I know that. As a crown, what would be your fate? I fear, sadly,
that the Crown's days are ended. The Forebear's alliance with Emperor Septim made sure of that. Civil War. I escaped Hammerfell just before the Civil War and without regret. That is probably why Zara never mentioned me to you. Well, it was through a mutual friend that I learned of her disappearance. The war cost this city much, Cyrus. Though an outsider may not see it, the Crowns are gone now, and only the League remains as their testament. So, dann Tempel-Tags, Kiffel's Journal, Soldier. The temple seems very empty, Brother Niddle. Are you its only priest? We have ever been understaffed. It was horrible right after the battle. All the dead and dying. But luckily, I had Brother Kithral to help me tend to them. Since he is gone now, I must carry on alone. So, temple tax? Why the temple tax? Just another of Richten's rules, my boy. Along with several other solutions to the burden of empire. So, jetzt erzählen wir mal von Kithral, was mit ihm passiert ist. Brother Niddle, I have bad news. I found Kithral's body in the caverns. He's dead. I'm sorry. The caverns? What could he have been doing there? I found his journal among the remains. You should read it. Oh my. Poor lad. What did he hope to accomplish? Cyrus, I now count you as a friend. Kithral's fate is revealed. And I shall bring you into my confidence. Go on. The body of Prince Ator is here, at the temple. It is? Yes, it's the only safe place for it. We can't quite bear it. Why? There is a spell of stasis upon it, to preserve it and stave off its decay. Archmage Voa enchanted it thus, just after the prince's death. Archmage Voa is mentioned in the journal, and his magical ring, which both Kithral and my sister were looking for. Voa's ring was used to enchant the prince's body. So they would have used it? To dispel the body's stasis field. Why would they do that? That would only serve to send the body along to rot. Yes, you're right. It doesn't quite make sense, does it? It is Redguard custom to preserve their great leaders in stasis, so that they might be looked upon ever after in their prime. To break the stasis would be treason, or hubris even. Now, there's something we're not getting yet. Both Zara and Kithral were crowns. Whatever they had planned for the prince would only have been for his benefit. I am sure you are right. So, Soul Gem und I have Boss Ring. Did you know that Prince Ator's soul was placed into a soul gem just prior to his death? Kithral never told me. I had no idea. And this would explain their search for the Archmage's ring. How do you mean? It seems that they were going to bring the prince back to life, so to speak. Just as Archmage Voa preserved the prince's body, he also preserved his soul. The body was dying from the Dark Arrow's poison. It was the only way to save him. Voa separated both body and soul, and protected them both, hoping that he could one day heal the body and restore the prince. Okay. So, I have Voa's ring. I have Archmage Voa's ring, Brother Niddle. Ah, this will break the stasis field. Can you use it? No, I can't, Cyrus. You need a mage for this, not a priest. The magics are unlike in practice. Besides, you would need the soul gem too, if you are to restore the prince. The soul gem too is beyond my magic. Do you even have it? No. The ring by itself will do nothing but turn the prince to dust. You need to find the soul gem to make him whole. All right, I will. Okay, also soul gem muss ich finden. Until later, Brother Niddle. Goodbye, my son.
So, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge finden wir heraus, wo wir das Soul Gem finden und wo wir Isara finden. Dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. Thank you.